Don't just stand there! The crucible requires the prescribed ampoules to work! Bloody bipeds! Oh Mann, schon wieder die Munition an. Das gibt's ja nicht. Dann brauchst du ewig lange, um die neu aufzusammeln. Kennst du das? Und wieder alles verballert. Dass du wieder ewig lange suchen musst, die Munition. Entweder du hast eine gute Nahkampfwaffe dabei oder eine Pistole. Oder irgendwas in der Art. Ist echt nervig, oder? Also ich bin schon. Stay limber, biped. You know, with your limbs. Aus dem Grund zeige ich dir in dem Video, wie du das alles umgehst, wie du einfach Munition hast, ohne groß sich dabei anzustrengen. Dass du immer genug dabei hast und mal so richtig die Sau rauslassen kannst, ballern kannst, ohne zu achten, dass dir die Munition ausgeht. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran und schau dir das Video bis zum Ende an. So, und damit herzlich willkommen zu dem kleinen Tutorial. Zeige ich euch, wie man Munition dabei hat, ohne dass man sich großartig anstrengen muss. Ich erkläre euch, was man dazu braucht, wie es am besten funktioniert. Und dann legen wir dann einfach mal los. Wir gehen dazu einfach mal in die Ausstattung, dann in das Arsenal. So, das soll uns nicht stören. Und zwar ist das alles spezifisch, legt sich das auf den Begleiter fest. Als Begleiter ist nämlich dafür dann am besten der Carrie Prime. Wo ist er? So. Und zwar ist da ganz einfach die Mottung ist das, was am wichtigsten ist bei dem. Ich zeige euch das dann auch noch in der Mission, dass ich da wirklich keine Probleme habe, Munition zu bekommen. Die kann man dann einfach im Vorbeigehen, sammelt man die auf. So. Und zwar ist der ganz einfach gemoddet. Das ist im Prinzip, Plünderer ist dafür da, um alles zu plündern, was ringsrum ist. Ob das jetzt Kisten sind, hauptsächlich für Kisten, für Rohstoffe und sowas. Und das ist eigentlich das ganze Herzstück von der Sache, die Munitionskiste. Das sorgt dafür, dass immer wieder Munition in diese primäre Munition umgewandelt wird in die Waffe, die ich gerade spiele. Ob das jetzt die Soma ist, ob das die erste Delta ist oder jede Waffe, die Munition verbraucht oder Schrotflinte oder sonstiges. Das sorgt einfach dafür, dass ich praktisch meine Munition wieder kriege. Dann habe ich den Instinct, Prime Instinct drin für Beuteradar. Synthekonstruktion ist drin, für Gesundheitskugeln fallen zu lassen. Den Angriff habe ich drin, dann habe ich Vakuum drin, Ersatzteile, verbesserte Vitalität, Metallfasern für die Rüstung und Medistahl. Nee, Quatsch, das ist doch gar nicht das, was ich habe. Bin ich gerade am gucken, ich habe mir verschiedene Sachen gehabt. Was ist das? Was ist das? Passt schon. Jetzt war ich durcheinander. Und das ist einfach das Ganze, was man braucht. Mehr nicht. Wichtig ist eigentlich nur der Mod. Der ist ganz wichtig. Das andere ist nur zum Unterstützen und zum Heilen und Schaden. Ich habe dafür nachher noch als Waffe habe ich ausgewählt den Glas.
Dann habe ich gemoddet mit Diamond. Pyrokugeln, Hochspannung, Schnellauslöser, galvanisierende Kammer, galvanisierende Begabung, bösartige Kraft, Einkerbung und widerwärtige Beschleunigung. Ist dafür, um die Waffe ein bisschen zu unterstützen und macht aber auch sehr viel Damage im Stahlpfad. Gut. So, aber quatsch mal nicht lange rum. Ich würde sagen, wir nehmen den einfach mal mit, den Kerl, und dann gehen wir mal in eine Mission rein. Ich habe die Wisp dabei, das ist ja eh, wenn die schnell ist, wenn die so richtig austeilt, dann ist die sowieso eine Munitionsschleuder. Okay, und zwar würde ich sagen, wir machen eine Karte. Guck, muss genug drüber sein. Wir gehen einfach mal hier in die Überleben rein. Their rage is vehement, their focus impressive. Nur habe ich das hingekriegt, bin aber. All warriors death. Oh, hat schon geklappt. So, na dann wollen wir mal schauen. Our foes have compromised the habitation systems. Ja, also ich baller jetzt hier nicht die Munition raus. Ihr seht, ich habe 120 Schuss dabei. Und jetzt habe ich schon wieder 112. Ich bin nur mal kurz hier durchgelaufen. Hau wieder Munition raus. Und schon habe ich wieder 120 voll. Ich mache extra jetzt hier mal so richtig Energie, Munitionsschleuder. Ich verballer die mal nach Spaß und Herzenslust. Und ihr seht. Jetzt mache ich mal noch ein bisschen mehr weg. Und jetzt gehe ich einfach hier durch. Und schon habe ich die 120 wieder voll. Das kannst du machen mit der Soma oder was auch immer. Aber das ist das ganze Geheimnis. Damit hast du mit der Munitionskiste, die wandelt dir alles praktisch in Munition um, was du brauchst. Und du kannst dir unendlich rumballern. Wichtig ist halt nur, dass du deine Sachen immer mal so ein bisschen einsammelst. Also die Beute einsammeln, das ist immer ganz wichtig, würde ich sagen. Und siehst du, ich habe schon wieder 112, jetzt gehe ich hier wieder durch, 120 voll. Und schon wieder 120 voll. Einfach nur durchgelaufen. Ohne dass ich jetzt großartig nach Munition. Ey, nicht runterschmeißen, ist unfair. Nach Munition suchen muss oder so. Ja, gut, habe ich nie aufgepasst. Weil bei der Wisp ist ein kleiner Trick dabei. Aber egal. Da kann ich später mal noch ein Video zu machen. Soll ich du wirklich jetzt hier mal richtig Munition verschleudern ohne Ende? Auch schießt mal richtig schön daneben. Und ich habe die 120 schon wieder voll. Da, schon wieder 120 voll. Das Ganze hier im Stahlpfad. Seht, schon wieder 120 voll, obwohl ich gar nichts viel gemacht habe. Ich stand einfach nur rum. Ich kann jetzt hier die ganze Zeit richtig schön rumballern. Und ja, ich habe meine öffentliche Gruppe gemacht.
Oh, ihr seht, ich bin jetzt wirklich, kann hier schön rumballern ohne Wenn und Aber und habe schon wieder 120 voll, obwohl ich gerade so richtig Munition raushau. Da nur noch 40 Schuss, jetzt laufe ich wieder ein bisschen durch. Wieder 40, bin ich hier hinten, da war doch noch ein bisschen, war es wieder 120 voll. Ich habe wieder mal eingesammelt. Und schon kann ich wieder hier richtig schön Rambazamba machen. Rambazamba. So, ich sammle wieder ein bisschen ein, 112, 120 und dann kann ich weitermachen. Und dabei ist es egal, ob du das komplett aufbaust, die Munition oder nicht, das kannst du machen, wie du willst. Kannst du machen, musst du nicht, das liegt. Ist deiner Sache, jedem seinen Spielstil selber überlassen. Der eine sagt, oh nö, ich sammle dann halt doch ein bisschen mehr mit ein. Der andere sagt, nö, ich verballer mal und probiere das aus. Du hast eine ganz einfache Methode, Munition zu sammeln, immer wieder frisch aufzufüllen. Ah, jetzt war also ganz alle meine Munition. Wenn man sieht, 0-0. Muss ich mal wieder ein bisschen rumlaufen, ein bisschen einsammeln. Ist nicht weiter schlimm. Ja, hier ist genug. So. Und schon habe ich die 120 wieder voll. Oh, wo ist er denn? Oh, mehr hier. Oh, nee, nee, nee. Oh, wieder ein bisschen Munition rausballern. Und schon habe ich 120 wieder frei. Das könnt ihr jetzt stundenlang machen. Stundenlang können die jetzt hier drinnen bleiben. Oh, die nehmen wir mit. Stundenlang können die jetzt hier drinnen bleiben, weil da könnt ihr noch schön Munition verballern. Auch bloß zu sehen, dass ich hier wieder ein bisschen Schaden mache, ein bisschen aufsammeln wieder und schon habe ich die Munition gleich wieder voll. So, zack. So, dann gehen wir raus und die auf mich warten. Das ist im Prinzip alles. Mehr brauchst du nicht beachten. Das ist nur wirklich mit dem Carry rein. Eine Munitionskiste dazu und schon hast du alles, was du brauchst. Bin noch ein bisschen gemoddet, auf dein Spielstil abgestimmt, ob du lieber Heilung haben willst oder Waffenschaden dazu. Da kannst du auch jeden anderen Frame nehmen. Also es ist egal, ob du jetzt die Wisp nimmst, ob du den Rhino nimmst oder. Das ist ganz egal. Das ist nicht Frame gebunden. Einfach nur an den Begleiter ist es gebunden und nicht. Ihr seht ja, 72, jetzt gehe ich hier durch. 112, schon wieder fast voll. Ich gehe nochmal durch, 64, 104, 120, zack. Einfach voll. Bin einfach nur ein bisschen durch die Massen durch, habe wieder meine Beute aufgenommen. Ich muss da nichts ranholen, ich muss da nichts irgendwie mit Cast oder sonst irgendwas. Das macht alles der Begleiter automatisch. Und schon die 120 wieder voll im Vorbeigehen. Im Prinzip gar nichts dafür gemacht, ich bin einfach nur vorbeigegangen. Hab die Beute aufgenommen, wurde umgewandelt in meine Munition, die ich brauche. Und das ist alles. Mehr musst du nicht tun. Und somit kannst du ballern ohne Ende. Immer schön raus. Das ist alles. Samples over here, if you please.
Ja, nur mal ganz kurz zum Schluss. Dankeschön. So. Und zwar Ausstattung. Also Carrie Prime, was du da unten nimmst, da kannst du nehmen, was du möchtest. Das ist auch jedem seine überlassen. Für mich war das die bessere Wahl. Eben, wie gesagt, die Motto ist ganz wichtig, einfach nur, dass die Munitionskiste dabei ist. Und damit kriegst du deine Munition immer voll, hast keine Probleme und kannst immer schön durchballern. Gut, das war's zu dem Tutorial. Ich bedanke mich fürs Zuschauen oder fürs Reinschauen. Informationen, Anregungen einfach in die Kommentare. Ansonsten Like würde ich mich drüber freuen. Oder wenn noch Wünsche sind, schreibt's einfach rein. Ich lege mir das durch und gebe drauf ein. Bis dann, zum nächsten Mal. Tschüss.